Moin! Ich habe schon seit längerer Zeit hier draußen auf meinem Grillspielplatz so einen schicken Holztisch und ich dachte die ganze Zeit, das wäre super geil, wenn man sich da auch einen Grill einbauen würde. Und tada! Eben genau das habe ich gemacht. Und wie man das macht, das zeige ich euch in diesem Video. Bevor das hier losgeht, aber noch eine kleine Anmerkung, denn einige von euch werden das Format hier vielleicht wiedererkennen. Und zwar habe ich um den Zeitraum rum, wo ich den Grill gekauft habe, den Videokanal von Finn Kliman, dem Heimwerker-King, gefunden. Finn baut in seiner Freizeit jede Menge verrücktes Zeug und ich hatte so viel Spaß an seinen Videos, dass ich gar nicht anders konnte, als das Format von diesem Video auch an sein Format anzulehnen. Versteht das Ganze allerdings bitte nicht als Copycat, sondern vielmehr als großartige Hommage an seinen Kanal, denn wie gesagt, ich hatte Unmengen von Spaß, Abend für Abend mir seine Videos anzugucken und ich hoffe, der macht noch lange weiter so. Also Finn, falls du das hier siehst, vielen Dank dafür. Ihr, nachdem ihr dieses Video geguckt habt, hoppt rüber zu seinem Kanal. Der ist unten verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, ich stehe gerade hier und habe gerade Grill Nummer 4 in den Kofferraum eingeladen. Den habe ich zum Glück günstig auf den Kleinanzeigen schießen können mit jeder Menge Zubehör. Aber das, was ich eigentlich haben wollte, ist der Kessel. Und zwar, weil ich mir den in den Tisch einbauen will. Und wie ich das mache und warum das so toll ist, dass man dafür extra sich noch einen vierten Grill kaufen muss, das zeige ich euch jetzt. Wie jedes meiner Projekte erfordert auch dieses eine höchst professionelle Ausführung. Und das fängt schon bei der Planung an. Aus diesem Grund habe ich eine mehr oder weniger professionelle Bauskizze erstellt. Und genau die schauen wir uns jetzt mal an. Der von mir erstellte Plan sieht vor, dass der Grill auf der rechten Seite in den Tisch einmontiert wird, wie man hier sieht, mit den Griffen aufliegend, beziehungsweise da werde ich mir noch irgendwie was überlegen. Und wenn wir uns das Ganze von der Seite ansehen, dann sieht man, dass der quasi plan in den Tisch montiert ist und dann unten der Kessel einfach rausguckt. Bist du bereit? Dann kann es ja losgehen. Hier ist das gute Stück, doch bevor das losgehen kann, müssen wir den erstmal auseinandernehmen. Wie man sieht, das Fahrgestell ist eh nicht mehr das Beste und deshalb demontieren wir den jetzt mal. Der hat hier drei Schrauben, die müssen erstmal gelöst werden. Wenn man das dann soweit hat, dann kann man hier die Beine einfach rausziehen. Damit wir das nachher auch in den Tisch einhängen können, brauchen wir die zwei Teile hier, nämlich als Aufhängung. Und dafür müssen wir erstmal die Griffe abschrauben. Sogar noch mit Zertifikat. So, nur die Frage aller Fragen, wie es am Ende denn sein soll. Da kommt da gleich am Ende noch ein dicker Strich drumherum. Dann kann gesägt werden. Wir brauchen nochmal eben eine Zange, um hier die dekorativen Elemente zu entfernen. Mann, was ist denn das? So, zack. Gut. Zack. So, jetzt zeichnen wir uns das hier mal ungefähr an, wie das hinkommen muss. Ist das gerade? Guck mal. Ja. Kommt hin, ne? Mhm. Wollen wir mal hochheben? Nee, noch nicht. Jetzt? Nee, noch nicht. Kann ich jetzt mal den Schraubenzieher? Gleich. Der Traum ist hier. Hier. Danke. Bitte. Gut. Hier. Meinst du, das wird was? Ja. So, jetzt müssen wir die Platte hier nochmal aufrichten. Eins der Bretter loszuschrauben. Wir müssen Vater helfen. Haben wir nur die guten Schrauben verwendet, hier rostet nichts. Die Hummel. Ja, wenn du der Hummel nichts tust, dann sticht sie dich auch nicht. Hier bei der Gasbuddel man nicht mit dem Hammer. Ja, und den Nobel. Was kann ich machen? Bau dir den Grill da an. Vorsicht, Finger weg! Finger weg! Er schraubt die da ab und dann hat er es oben markiert. Vor den Grill reinmachen. Hier vorne ist der Crash und da will er den Grill reinstellen.
was kann ich eigentlich tun? Stichsägehuhn. Jetzt fahren wir gleich mal eben schwereres Geschütz aus. Wir brauchen mal eben eine Stichsäge. Da ist der gute Hobel. Ja. Schön auf den Sonntagmittag mit der Stichsäge anhantieren. Warte, Sonntag. Sonntag. Mit einer Stichsäge. Jo. Danke. Und kann ich auch mal die Stichsäge nehmen? Lieber nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier einmal richtig reinkommen irgendwo. Dem Ganzen fehlt die innere Stabilität gerade. Ah, jetzt ist es Haltung bewahren. Oh, sieht nicht sehr gut aus. So, das wird hier dann nachher noch wieder angeschraubt. So, den hier muss ich nochmal eben abmachen. Und dann können wir dem Ganzen mehr Stabilität verleihen. Oh. Den Brettern fehlt da jetzt der Halt auf der Seite hier. Deshalb schrauben wir da nochmal eben was unter. Ein Glück haben wir das noch alles hier liegen. So. Ich glaube, die Zeit, die ich hier mit Schrauben verbringe, hätte ich auch investieren können, um mal den Akkuschrauber zu holen. So, wenn wir hier eh schon Krach machen. Hä? 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 Passt nicht. Passt. Durch den gezielten Einsatz des Stilmittels Dilettantismus gewinnt dieses Projekt an Spannung. So, jetzt regnet das hier zwar so ein bisschen, aber dafür haben wir ja das Dach und wir wollen ja auch fertig werden. Oh, falsches Kabel. Tada! So, zack, Loch ist fertig. So, alles, was man mit der Stichsäge verbockt hat, muss man mit diesem Teil dann ausgleichen. Die Geschichte mit dem Loch hat den Tisch natürlich auch einiges an innerer Stabilität gekostet. Deshalb müssen wir uns gleich darum kümmern, dass wir hier nochmal so einen Balken als Stütze mit einbauen. Tada! So, was haben wir vor? Das muss hier insgesamt nochmal ein bisschen fester, weil der Tisch sich, sagen wir mal, etwas zu dynamisch verhält. Organisation ist alles. Jetzt haben wir hier so ein schönes Leipziger Allerlei an Schrauben. Da müssen wir uns erstmal die richtigen raussuchen. Dick und kurz, lang und dünn, alles dabei. Bums. Geht doch. Jetzt ballern wir hier in die Verstrebung noch so einen längeren Oschi rein. Mann. Der will nicht. Versuchen wir es mal mit dem kleinen Bruder. Jo, der will. So, jetzt ist hier bombenfest, aber was wollten wir eigentlich? Genau, unsere Stütze daran basteln. Problem ist, ich habe nur so komische Scharniere hier. Das heißt, wir müssen da jetzt erstmal ein vernünftiges draus machen. Passt. Zurück an alte Wirkungsstätte schauen wir uns jetzt mal an, wie wir das mit den Griffen genau machen. Ich habe mich mit mehreren schlauen Leuten unterhalten. Die Oberflächenfräse hat man mir nicht zugetraut.
technisch zu komplex und ich glaube einfach, die Leute hatten Angst um ihr Werkzeug. Nichtsdestotrotz, ich habe eine bessere Idee. Wir nehmen dafür Bohrer und Stechbeitel. Und wie das ausschaut, gucken wir uns jetzt an. Ab diesem Punkt ist es von Vorteil, wenn wir hier einigermaßen genau arbeiten. Also, wie habe ich mir das gedacht? Wir machen mit dem Holzbohrer von der Seite jeweils so und so Löcher in die Platte rein. Jetzt kriegen wir das von hier so nicht hin. Deshalb werden wir da versuchen, uns mit dem Holzbeitel voranzuarbeiten. Lieber nicht so tief bohren. Tiefer machen kann man später immer noch. Oh. Fuck. So, das dauert mir zu lang. Ich sag mal, das wird hier jetzt ein bisschen ergebnisorientierter. So, jetzt guckt sich das mal einer an. Das ist ein richtiges Holzkunstwerk hier. Griff 1 sitzt und ich würde sagen, besser ist das von Menschenhand nicht zu machen. Bis auf ein paar finale Kleinigkeiten ist das jetzt, würde ich sagen, abgeschlossen. Und zwar haben wir hier noch dieses Metallband. Das basteln wir jetzt noch mal einmal innen rum, damit da auch mit Sicherheit nichts anbrennt. Mann. Ja, da sind wir ja morgen noch nicht fertig. Oh. Ich bin gleich wieder da. Mit wem redest du da? Mit deinem Handy? Ja. So, es ist vollbracht. Der Tisch ist fertig, der Grill eingelassen. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr auch nur halb so viel Spaß hattet wie ich, dann hatte ich doppelt so viel wie ihr und es hat sich gelohnt. Also schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Reimann bastelt. Oder so. Boom. Telefonierst du? Mit der Kamera. Und wir müssen hier ein Loch reinbohren. Helf uns, Kamera!